نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض und das Gleichnis eines schlechten Wortes, das Wort des Unglaubens. Das Wort des Schirks. Die Ulama sagen auch Schirk und all seine Lehren. Ja, das Wort des Schirks, also Allah zu leugnen oder ihm was beizugesellen, alles selbe Schublade, das ist wie ein Baum, der schlecht ist. Elend, schlecht, unnütz, verdorben, Khabith. Khabith ist all das. Verdorben, schlecht, unnützlich, auch für verfault könnte man das sogar sagen. Ein solcher Baum, der von oberhalb, oberflächlich der Erde schon rausgerissen wurde. Und Stuffet kommt von Jim Fa Fa, das ist hier der achte Stamm davon. Ifta'ala, Ijtatha. Und Stuffet ist hier passiv quasi, damit ihr das nachvollziehen könnt. Rausreißen, und zwar ganz und gar. Wenn etwas ganz und gar rausgerissen wird, mit der Wurzel quasi, von überhalb, oberhalb der Erde, Malaha min Qarar, das hat keinen festen Grund, kein festes Bestehen mehr. Und das ist der Kafir, dieser Baum, der rausgerissene, das ist der Kafir, der Ungläubige, der Glaubensverweigerer. Der Munafiq ist auch damit gemeint, der zwar so tut, als ob, aber keinen Iman hat im Herzen. Beide können damit gemeint sein, die haben kein Bestehen, kein Beständnis, keine Stabilität. Aus denen kommt nichts. Was willst du von denen ernten? Ja, was willst du von dem ernten, der keine Wurzel hat? Was soll da wachsen? Kümmerliches, das wirft man weg. Was soll ich damit? Ja, das kommt auf den Abfall. Ja, das nützt keinem Menschen. Von denen kommt nichts, was bleibenden Nutzen hat. Ja, nochmal, wie Karamadin, wie Asche werden deren Taten sein. Keine Stabilität, mal so. Ja, auf solche Leute ist kein Verlass. Und er hat keinerlei Basis für das, was er tut. Und dementsprechend wächst das wahrlich Gute, was bei Allah als gut auch gilt, das wächst bei ihm nicht. Da ist kein Wachsen, da ist keine Gesundheit, da ist kein Geben, ohne zu nehmen. Ich meine, wenn der Baum Früchte produziert, dann gibt er Früchte ab, von denen er selber nicht zehrt. Das ist der Baum. Er isst nicht selber seine Äpfel. Ja, der Baum ernährt sich von anderen Dingen. Und er gibt sein Bestes anderen ab. Er opfert quasi. Ja, das ist der Muslim, der Gläubige. Und der, der keine Wurzeln hat, der tut all das nicht. Ich meine, selbst wenn man ein Gebäude baut, ja, dann gräbt man erstmal tief für diese... Ja, aber das heißt ja sogar Tiefbau. Ja, man gräbt tief, damit das Gebäude stabil stehen kann. Je höher das Gebäude, desto tiefer muss man graben. Ja, und unser Seiner sagt, nee, wieso, ich sehe ja nur an der Oberfläche. Bau doch direkt auf der Erde drauf. Ja, dann wissen wir, was aus diesen Häusern wird. Bei einem Ruck kann das schon zu Fall kommen oder kann sogar gar nicht stabil stehen. Und deswegen, wer keine Zeit und keine Geduld mitbringt für den Grundaufbau, für den Tiefbau, der kann dann auch nicht hochbauen. Ja, und ich finde gerade diese Aspekt, ich meine, da könnten wir jetzt viel jetzt draus lernen, ja, aber gerade dieser Aspekt nochmal der Stabilität, Qarar, ja, feststehen, das finde ich ganz wichtig, ja, gerade für uns jetzt, wir sind ja schon Gläubige und Muslime und ja, wir versuchen unser Bestes, ich meine, wir treffen uns und lesen Koran und alles gut, aber diese Stabilität, die fehlt uns manchmal. Ist das nicht so? Ja, dass wir uns einnehmen lassen von unseren Umständen, klar, bis zu einem bestimmten, bis zu einem bestimmten Maße ist das natürlich. Wir sind ja keine Maschinen, dass wir immer gleich und gleich viel, das kann nicht sein. Wir sind keine Maschinen, wir sind Menschen. Aber innerhalb dieser Grenze vom Menschsein, ja, mit inbegriffen, dieses Mal Himmel hoch und dann wieder überhaupt gar nicht. Ja, und gerade bei so Eventsachen sind wir sehr gerne dabei. Ja, alle Schwestern wird hin und her gewhatsappt, oh, aufregend, wir haben ein Spendengala oder was weiß ich, ja, Gala auch. Ne, aber diese Dinge, da sind wir alle so voll mit dabei. Und dann, wenn man aber alleine was tun soll, wo es nicht so ein Hin und Her gibt und das merkt auch wirklich keiner, da sind wir dann so ein bisschen, nee, jetzt gerade passt mir das nicht so, kann das nicht jemand anders machen. Ja, und das ist das, stabil, ja, stabil, klar, nicht nur der Laune nachgehen, ja, wenn es so irgendwo dich auch mehr Freude bereitet, dann bist du voll mit dabei. Und wenn es halt so ein bisschen langweiliger ist, dann bist du gar nicht weit und breit zu sehen. Das soll nicht unser Charakter sein. Sondern die Hingabe soll anderen, die Motivation soll von anderen Dingen geschöpft werden.
Und dann erkennt man auch eine Stabilität. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Wer so am festen, stabilen Wort festhält, den wird Allah dann auch festigen mit dem festen Wort. Das steht hier echt so, doppelt gemoppelt formuliert. يثبت بالقول الثابت. Allah wird festigen mit dem festen Wort, Subhanallah, mit dem beständigen Wort, nämlich wann? In diesem Leben und auch im Jenseits. Wie wird Allah, also wer hier festhält am Wort des Glaubens, am Koran, haben wir auch gesagt, der aufrichtig ist, wahre Absicht hat und damit seinen Stand, seine Standhaftigkeit auch schon hier festigt, mit dabei bleibt, auch wenn es schwer ist, mit dabei bleibt und zwar nicht mal mehr und weniger, sondern ja, Festigkeit und Kontinuität mitbringt, Allah wird ihn dann auch festigen. Allah lässt ihn nicht verschwenden. Allah schickt keinen Sturm über seine Taten. Allah nimmt dann das Wenige auch, was er getan hat, nimmt er an und macht daraus Großartiges. Wie es ja auch heißt, wenn einer aufrichtig eine Dattel sogar spendet, Allah macht daraus einen Berg von Belohnung. Das macht Allah alles für uns, obwohl wir so wenig getan haben. Ja, Allah festigt dann auch ihn, nämlich in diesem Leben, indem er ihm Standhaftigkeit auf der Religion schenkt und auf dem Glauben schenkt. Und im Jenseits, die Ulama sagen, damit ist natürlich das gesamte Jenseits gemeint. Und wann fängt unser Jenseits an? Schon im Grab. Wir lesen in Sahih al-Bukhari von Al-Bara bin Azib, dass er vom Gesandten sallallahu alaihi überliefert, dass der Muslim, wenn er im Grab befragt werden wird, wird er bezeugen, La ilaha illallah, Muhammad al-Rasulullah. Denn dies ist Allahs Aussage im Koran, dass يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Also dann hat der Prophet ﷺ diese Ayah zitiert, die wir gerade lesen, dass Allah wird so dem Gläubigen auch im Grab beistehen und ihm eingeben, dass ja, jetzt du weißt, was du zu sagen hast. Und wir wissen, der Munafiq und der Kafir, das wissen wir aus anderen Hadithen, wenn er befragt wird im Grab, wir wissen, zwei Engel werden zum Grab kommen und jeden Gestorbenen befragen. Sie werden drei Fragen stellen: Wer ist dein Herr? Was ist dein Dien und was sagtest du über den Propheten? Und der Gläubige wird wissen, was er zu sagen hat, denn er lebte nach diesen Prinzipien. Und der nicht nach diesen Prinzipien lebte, sondern nach anderen Prinzipien lebte, der wird sagen, ich weiß es nicht. Ja, so wie, also im Arabischen wird das angedeutet, wie wir im Deutschen sagen würden, ich weiß nicht, ich habe das gesagt, was alle gesagt haben. Und dann wird er bestraft werden, auch schon im Grab, für dieses Nichtbestehen der ersten Prüfung. Ja, das ist wie eine Prüfung im Grab. Und das Schöne ist ja, Allah hat uns eine Prüfung gegeben und uns in der Dunya schon berichtet, was die Antworten sind. Also der Lösungsschlüssel ist uns auch schon gegeben. Und trotzdem, wenn man dann versagt in dieser Prüfung, von dem du den Lösungsschlüssel hattest, ja, wer ist dann zu beschuldigen? Von dem du die Antwort kanntest, was man sagen muss. Es wurde dir wortwörtlich vorgesagt. Du musst das sagen. Rabbi Allah, la ilaha illallah. Ja, dini al-Islam. Meine Religion ist der Islam. Subhanallah. Allahs Gnade ist unbeschreiblich. Ja, in anderen Hadithen, das haben wir auch schon oft gelesen, wird genauer und detaillierter berichtet. Die sind länger, die Hadithe. Das könnt ihr in Ibn Kathir, bei der Tafsir von dieser Ayah, zitiert er ganz viele Hadithe, die noch genauer beschreiben, was im Grab passieren wird. Wir haben die schon öfter in früheren Suren schon besprochen. Ja, ihr könnt das gerne nachlesen. Gibt es als PDF online auch, Ibn Kathir, deutsche Tafsir. Da könnt ihr das nachlesen bei der Tafsir von Surah Ibrahim. Ja, also in dieser Dunya und in Akhira wird Allah dann auch mit dir sein und dir Festigkeit und Beständigkeit schenken. Der Munafiq und der Kafir hat weder in dieser Dunya noch in Akhira irgendeinen Stand. Keine Beständigkeit, keine Stabilität.